Liebe Freunde, die Auslosung ist draußen. Als erstes, die Bayern spielen gegen Neapel oder Barcelona. Und sind wir ganz ehrlich, sehr wahrscheinlich gegen Barcelona. Da sind die Bayern noch nicht wirklich weitergekommen. Aber Freunde, gegen Chelsea werden sich das 3-0 nicht mehr nehmen lassen. Das heißt, Bayern ist so gut wie weiter. Und ich denke auch Barcelona. Es ist zwar 1-1 das Hinspiel ausgegangen und Neapel hat es da sehr gut gemacht. Ich glaube aber, zu Hause werden sie das richtig, richtig gut machen, Barcelona. Sie wollen unbedingt noch einen Erfolg. Sie werden die Liga sehr wahrscheinlich nicht gewinnen. Und deswegen werden sie in der Champions League alles geben. Ich bin mir relativ sicher, sie werden Neapel raushauen. Und dann wird es heißen, Bayern gegen Barca. Wow, was ein Spiel. Messi gegen die Bayern, Messi gegen Lewandowski. Vielleicht sogar das Spiel um den Ballon d'Or. So kann man es auch sehen. Das wird der Wahnsinn, Freunde. Werde ich mich drauf freuen. Die Bayern natürlich dann so ein bisschen Handicap, weil sie längere Pause gehabt haben. Aber Barca auch nicht so gut drauf. Also können die Bayern schaffen. Das können sie schaffen. Und wenn sie Barca schlagen, dann ja, steht im Triple nicht mehr so viel im Wege. Weiter geht es. Als erstes spielt Real Madrid, das heißt als erstes, aber Real Madrid gegen Manchester City. Wer da gewinnt, wer da weiterkommt, und City hat ja 2-1 vorgelegt, der spielt gegen den Sieger aus Lyon und Juve. Das heißt, sollte Juve das Ganze drehen, sie haben ja auch 1-0 verloren, und Real das Ganze drehen, das sind natürlich zwei Wenns, dann würde Real Madrid gegen Juventus Turin, Ronaldo gegen seinen alten Verein, wäre der Wahnsinn. Ich glaube realistisch, Manchester City wird spielen gegen Juve. Ich glaube nicht, dass Real es noch dreht, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass Juve es noch dreht. So, RB Leipzig spielt gegen Atletico Madrid. Okay, wird sehr schwer, setze ich eher so ein bisschen auf Atletico Madrid, dass die es wahrscheinlich das schaffen werden. Aber ich drücke natürlich dem deutschen Fußball die Daumen. Atalanta Bergamo spielt gegen Paris Saint-Germain. Okay, wird auch sehr spannend. Atalanta ist super drauf, habe ich schon gesagt. Ist eine Top-Truppe, gerade nach dem Corona-Restart sind sie richtig gut drauf spielen. Mit den schönsten Offensivfußball aktuell in Europa, sind noch ganz oben in der Tabelle in Italien. Also, wer weiß. Natürlich ist PSG trotzdem der haushohe Favorit in dieser Begegnung. Wenn es weitergehen sollte, wenn die Bayern weiterkommen sollten, dann würden sie im Viertelfinale treffen. Wenn Bayern das Viertelfinale gewinnen würde, würden sie im Halbfinale treffen aus den Sieger von Real, Man City, Lyon oder Juve. Das heißt, eine dieser vier Mannschaften würde Bayern dann bespielen. Das heißt, wenn sie Barca rauskegeln würden, ja, sind wieder viele Wenns, dann würde Real warten, Man City, Lyon oder Juve. Sind wir realistisch, Lyon eher nicht. Das heißt, Real, Man City oder Juve. Sie könnten sogar erst Messi und dann Ronaldo treffen, wäre auch interessant. Oder Real Madrid oder Man City mit Pep Guardiola. Der andere Turnierstrang ist quasi Leipzig gegen Atletico, der Sieger davon gegen Bergamo oder Paris. Okay, liebe Freunde, eure Meinung in die Kommentare. Könnt ihr Bayern schaffen? Kann es RB Leipzig schaffen? Was sagt ihr zu Juve, zu Real? Ich bin gespannt, wir sind später wieder, und denkt, hattet den Ball richtig flach.